Hallo, herzlich willkommen bei Females in IT, dem Kongress der Women in IT in Berlin. Ich freue mich, heute Regina Mehler zu begrüßen, die Serial Founderin und CEO der First Row und Women Speaker Foundation. Herzlich willkommen, Regina. Vielen Dank. Regina, die Zukunft der IT, die Digitalisierung ist in aller Munde. Wie siehst du das im Bereich Einflussfaktor, Gesellschaft, Arbeitswelt und Individuum? Also ich fange komplett egoistisch bei mir an. Ich finde es fantastisch. Ich glaube, ich könnte in keine andere, in keine bessere Zeit reingeboren sein. Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch. Ich arbeite von überall. Das ermöglicht mir die Digitalisierung erst jetzt und Gott sei Dank. Ich bin extrem flexibel. Ich habe Kunden, die berate ich wirklich around the globe. Und es ist egal, ob ich am Strand sitze oder ob ich ein Webinar von irgendwo mache. Es funktioniert einfach nur durch die Digitalisierung. Ich liebe es. Ich merke allerdings auch, und da kommen wir zur Disziplin. Man muss sehr diszipliniert sein, sonst übereinnahmt eigentlich jemand. Und das finde ich schwierig. Also es hat Pros und Cons, aber für mich ist es die beste Zeit zu leben und zu arbeiten. Die Anforderungen in der IT werden immer breiter. Es greift in immer mehr Bereiche rein. Brauchen wir denn in der IT mehr Weiblichkeit? Mehr Weiblichkeit ja, wenn wir damit die Männer einschließen. Also ich glaube, wir brauchen mehr Empathie. Wir brauchen mehr Authentizität, wir brauchen vor allem wahre Leader. Also unser Thema mit First Row ist ja aus Experten Marken machen, aber auch aus Managern künftige Innovational Leader. Und ich glaube, wir müssen völlig anders führen, weil die Generation Y, die jetzt einfach mal nachkommt, nicht mehr akzeptiert zu sagen, ich sag dir, wie es geht und du machst es und kommst mit einem Ergebnis, sondern die diskutieren erstmal, was ich toll finde, weil da natürlich neue Ideen entstehen. Ist anstrengend, aber da entstehen neue Ideen. Und deshalb, ja, wir brauchen, glaube ich, mehr Gefühl, mehr Gespür für den anderen. Also ich finde, die Digitalisierung, so komisch das klingt, challenged uns, menschlicher zu werden. Und das finde ich grandios. Aber man muss sich darauf einlassen. Du hast die Generation Y erwähnt. Lass uns mal über die Generation Z reden. Mhm. Was müssen wir tun, um die Z-Generation abzuholen und da vor allem die Mädchen zu motivieren, in technische Berufe das Interesse zu entwickeln? Ich glaube, es braucht mehr Veranstaltungen wie heute hier. Fand ich fantastisch. Wir brauchen Role Models ohne Ende. Als ich vor mehreren Jahrzehnten die erste Frau auf der Bühne erlebt habe, die tatsächlich groß präsentiert hat, und das war jetzt nicht Rocket Science, habe ich gedacht, boah, wenn die das kann, dann kann ich das irgendwie auch. Jetzt probiere ich es dann doch mal. Die hat mir Mut gemacht, ohne es zu wissen. Und ich glaube, davon braucht es viel, viel mehr. Ich glaube, auch Männer sind deshalb so erfolgreich. Sie sehen ja nur Männer, die es können oder die zumindest in entsprechenden Levels sind. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Role Models. Und wir haben die hier, fantastische Frauen, total tolle Teilnehmerinnen. Wir brauchen mehr Role Models und wir brauchen die in den technischen Bereichen. Du hast den Event heute schon mehrfach erwähnt. Mhm. Was ist das, was du am meisten mitnimmst von heute? Dass es schon lange nicht mehr um Expertise bei Frauen geht. Ich kenne es auch aus meiner Arbeit mit Women Speaker. Wir wollen immer noch einen Schein machen, wir wollen noch ein Zertifikat drauflegen und dann kommt das große Nächste. Ich glaube, was ich hier erlebt habe, sind sehr mutige Frauen, aber es sind natürlich auch alle schon in Leadership, das heißt, die haben schon sehr viel erlebt. Ich nehme sehr viel Inspiration mit und ich merke, was vor 5 Jahren bei Gründung meiner ersten Firma überhaupt nicht denkbar war, Frauen vernetzen sich mehr denn je. Und das ist heute das beste Beispiel hier, mit Tools, mit IT-Tools, sich zu vernetzen. Sie vernetzen sich mehr und sie verstehen mehr. Es kommt nicht mehr darauf an, zu überperformen und fleißig zu sein und irgendwie nachts um 10 noch da zu sitzen, sondern ich brauche einfach Sichtbarkeit. Und wenn das hier passiert, dann wunderbar. Aber im Prinzip ist das auch mein Credo. Wir sagen, wir wollen mehr Frauen in die öffentliche Wahrnehmung bringen, weil wir haben es längst verdient. Wir müssen es nur einfordern und dafür stehe ich jeden Tag auf. Berühmte letzte Worte. Machen. Machen und ins Risiko gehen und dann sehen, was passiert. Toll, danke schön. Danke auch.